So kommt der Kreislauf in Schwung. Und das ist nicht nur sehr unterhaltsam, sondern auch gut für unsere Gesundheit. Denn regelmäßige Bewegung ist für unseren Körper lebensnotwendig. Alleine 30 Minuten schnelles Gehen reichen da schon aus, um nicht nur Gewicht zu verlieren. Also wir haben schon auf der Energiebilanz eine ganz positive Seite. Wir haben aber auch bei vielen chronischen Krankheiten oder in der Vorbeugung vor chronischen Krankheiten, Diabetes, Osteoporose, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Krankheiten, sogar, das ist ein Spezialgebiet, was wir in Heidelberg intensiv bearbeiten, eine sehr gute Prävention vor Krebserkrankungen, was relativ wenig bekannt ist. Also er tut in vielfacher Hinsicht etwas für seine Gesundheit. Und last not least, das kann auch jeder bestätigen, es geht einem hinterher besser, und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, die Lebensqualität wird verbessert. Bei der ersten Allgäuer Präventionsfachkonferenz im Kornhaus in Kempten sollte heute darauf hingewiesen werden, wie wichtig Bewegung und gesunde Ernährung sind. Die Idee zu der Konferenz hatte der parlamentarische Staatssekretär im Verbraucherschutzministerium, Gerd Müller. Sein Credo: gesund leben, gesund bleiben, gesund sterben. In seinem Vortrag stellte er die neue Präventionsstrategie der Bundesregierung vor. Im Augenblick ist die Situation, pro Jahr und Kopf in Deutschland Ausgaben, um Krankheit zu finanzieren, 3.500 Euro. Ausgaben, um in Gesundheit zu investieren, die Menschen gesund zu halten, 3,50 Euro. Das muss geändert werden, ein Paradigmenwechsel. Die Menschen können gesund bleiben, aber man muss dafür auch was tun. Zudem sprach sich Müller dafür aus, ein Schulfach für Ernährung und Lebensführung einzuführen. Doch bei der ersten Allgäuer Präventionsfachkonferenz konnten die Besucher nicht nur die Experten befragen, auch mal etwas ausprobieren war angesagt. Die Tiefenmuskulatur mit dem Flexibar trainieren und zudem den Rücken stärken, für so manchen Besucher eine ganz neue Übung. Egal an welchem Infostand, Gesundheit wurde bei allen großgeschrieben. Es ist ein guter Auftakt, es waren über 150 Personen da, wir sind sehr zufrieden. Es kommen noch weitere neue Veranstaltungen in sehr großen Städten, in der Bundeshauptstadt in Berlin, in neuen Bundesländern, in Köln. Aber wir werden viele Impulse hier mitnehmen, wir haben auch einiges gelernt, vor allem noch mehr stärker darauf zu achten, was das Publikum selber will, die Gäste. Und wir haben jetzt dreimal einen Impuls im Allgäu gesetzt, einmal in Oberstdorf, einmal dieses Jahr Deutschland bewegt sich im Winter. Und ich freue mich jetzt, dass wir hier zum dritten Mal im Allgäu zu Gast sein können, ein Stückchen mehr für Prävention. Und so lautet das Fazit der ersten Allgäuer Präventionsfachkonferenz: In Zeiten des demografischen Wandels ist Prävention wichtiger denn je. Und Spaß kann sie außerdem machen.